Hier bin ich. Wir müssen reden. Oder so. Willkommen zurück bei der zweiten Folge von Disney Dreamlight Valley. Merlin hat es eilig, der möchte gerne mit uns sprechen. Deswegen starten wir auch direkt ins Spiel. Ich hoffe echt, ihr hattet beim letzten Mal so viel Spaß wie ich. Ich finde, ich bin ganz begeistert immer noch. Ich starte den Timer und dann geht's los. Ich habe entschlossen, die Folgen hier von 5 Minuten länger zu machen, also 35 Minuten, so. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Du meine Güte, die leuchtende Kugel, die du aus den Nachtdorn gezogen hast, ist eine Erinnerung, ja. Es ist, als hätte sich der Nebel gelichtet und ich kann mich an etwas sehr Wichtiges erinnern. Mickey Maus und ich waren im Traumschloss und wir haben dort etwas vergessen, etwas Wichtiges. Lass es uns herausfinden. Was war es? Ja, das hat er ja vergessen. Will das Traumschloss sehen. Ja, will ich. Lass es uns herausfinden. Das ist die richtige Einstellung. Natürlich kann ich mich nicht erinnern, was es war, aber... Moment, da war das doch etwas, woran ich mich erinnere. Als uns unsere Herrscherin verließ, wurden die herrschaftlichen Geräte überall im Tal verstreut. Wie was? Wir müssen sie finden, schnell. Sie sind mit uralter und mächtiger Magie gefüllt. Die herrschaftlichen Geräte? Wenn ich die finden könnte, dann könnte ich vielleicht dem Tal helfen, mehr mächtige Magie erlernen, das Rätsel um das Vergessen lösen, dem Tal helfen. Nur aus ein reines Herz-Survival. Nur wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir aus diesem verfluchten Schlamassel heraus. Zunächst müssen wir die Spitzhacke bekommen. Als das Vergessen kam und unsere Herrscherin ging, fanden wir die Spitzhacke in einem verdorbenen Stein auf dem Hauptplatz. Oh nein, die herrschaftliche Spitzhacke. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr zu der Zeit, als sich der Himmel verdunkelte und die Nachtdorn den Hauptplatz überrannten. Aber ich fürchte, das ist alles ein bisschen verworren. Niemand hat es bisher geschafft, die Spitzhacke aus dem Stein zu ziehen. Versuche du es, Survival. Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand etwas aus einem Stein zieht und zum Helden einer Legende wird. Das ist wahr. Die Spitzhacke aus dem Stein auf dem Hauptplatz ziehen. Verstanden. Sonst noch etwas? Du musst auch die anderen drei herrschaftlichen Geräte finden. Die Schaufel, die Gießkanne und die Angelrute. Du wirst sie noch brauchen. Das heißt, wenn du hier bei uns bleibst. Natürlich. Fürs Erste. Ich möchte nur alle kennenlernen. Natürlich bleibe ich. Ich würde hier einziehen, wenn ich könnte. Richtig. Dann soll dieses Haus dein Zuhause sein. Yay, danke. Was habe ich denn gerade gesagt? Du brauchst einen sicheren Ort im Tal, an dem du essen, schlafen und deine Energie auftanken kannst. Es hat so viel Potenzial. Es ist ziemlich verwahrlost, es ist so klein. Boah. Potenzial ist aber da. Das ist die richtige Einstellung. So wie ein geflüstertes Wort große Magie hervorrufen kann, so birgt dieses Haus viel Potenzial. Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass die Herrscherin des Dreamlight Valley einmal ein solches Haus hatte. Vielleicht tust du so viel Gutes für das Tal, wie unsere Herrscherin es getan hat. Hier ist eine Kleinigkeit für den Anfang. Wenn du mal einen Energieschub brauchst, findest du hier etwas, das dich wieder mit Energie versorgt. Aha. Dankeschön, eine Kiste an den Kopf. Nun denn, ich werde beim Traumschloss sein. Du kannst mich dort finden, wenn du bereit bist. Bravo! Tschüss. Öffne das Aufgabenmenü im Hauptmenü oder drücke L. Du kannst auch eine Aufgabe auch mit T verfolgen, okay. Einführung abgeschlossen. Die herrschaftlichen Geräte. Schwarzes Poloshirt. Das war's. Und ein roter Rucksack, cool. Merlins Willkommenspaket.
Büdel an Waren, mit denen man ein Abenteuer beginnen kann. Ein Stuhl, 5 Äpfel, 3 Kekse. Danke. Ach, die Kekse bringen Energie offenbar, ne? Eine Frucht, die von Bäumen gepflückt werden kann. Cool. Benutzerdefiniertes Design, okay, verstehe. Oh, guck mal, ich habe aber schon viele Sachen. Nee, dann nehme ich die dunkle Jeans dazu. Glaube ich. Gucke mal. Ja, erstmal so. So. Sammlung. Werkbank. Ach, ein Stuhl, stimmt. Ich habe ja einen Stuhl. Zutaten, Äpfel. Gericht. Kekse wahrscheinlich, ne? Schokokekse. Energie, ja. Kleidungssets. Ach, das ist von Die Schöne und das Biest. Cinderella-König der... Nicht mit Disney bezogen. Roter Rucksack, schwarzes Poloshirt. Ja. Ach, es gibt auch Kleider. Ah, die Öhrchen. Cool. Mickey und Freunde, Hex und der Zauberer, Wally, Dreamlight Valley, Vaiana, Ratatouille, Schön und das Biest, Ralf Reich, Cinderella, König der Löwen, Ariel, Eiskönigin, Rapunzel, Monster AG, Toy Story, Lilo und Stitch, Unglaublichen, Coco, sehr schön, Cars, okay, schön. Ich habe jetzt 2 Aufgaben gerade. Nee, wir nehmen die herrschaftlichen Geräte, weil das ist, glaube ich, zuerst dran. Finde die Spitzhacke des Herrschers auf dem Hauptplatz. Ist alles auf dem Hauptplatz. Okay, gut. So, mittels Dinge entfernen. Dinge. Post. Willkommen im Disney Dreamlight Valley. Vielen Dank, dass du zu den ersten Spielern gehörst, die Disney Dreamlight Valley spielen. Um deinen Enthusiasmus zu feiern, gibt es anbei ein paar tolle Belohnungen für dich. Was ist das? Ach so. Mit anderen Plattformen will ich ja nicht.
Online-Konflikte? Weiß ich nicht. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ach so. Von einem Konto. Das ist, wenn ich noch ein Konto anlegen möchte. Nein, ich möchte nur auf dem PC spielen. Etwas steckt im Postfach fest. Traumscherben. Im Durchstöbern des Briefkastens findet so einige Traumscherben. Bewahre sie besser an einem sicheren Ort aus. Auf, bis sie es braucht. Bis sie sie brauchen. Dreamlight. Nutze deinen Traumsplitter mit Bedacht. Später im Spiel erlebst du eine Quest, bei der du Traumsplitter benötigst. Aufgrund eines Ausgleichsproblems, das wir beheben, fällt es dir möglicherweise schwer, genügend Traumsplitter zu bekommen, um bei deiner Quest voranzukommen. Okay, um dies zu kompensieren, geben wir dir jetzt ein paar Traumscherben. Das ist nett. In die Truhe legen. Gründerpaket Basisspiel. Ach, hier sind meine. Danke, dass du das Gründerpaket Basisspiel gekauft hast. Viel Glück damit. Viel Spaß, nicht viel Glück. Hier ist ein bisschen Deko. Gut. Dann müssen wir jetzt hier nochmal gucken, bei der Sammlung natürlich. Sammeln. Traumscherbe. Kleidungssets. Donut-Stirnband. Mickey Mouse in Extravaganza. Ohrenstirnband von Mickey, der Zauberlehrling. Ja, cool. Noch was? Nee. Sets für Möbel. Alberner Vorleger. Blauer Esstisch. Blauer Esszimmerstuhl. Deckenlicht von Mickey Mouse. Dreieckiger Couchtisch. L-Couch für Kumpels. Cool. Minimalistischer Sessel. Und was war dieses Tier? Der eiert mir jetzt hinterher. Eichhörnchen mit bestimmt Nüsse. Ich nicht habe. Gieß gerne. Alles ist grün, die Gießkanne. Öffne das Werkzeugrad mit Tab und wähle die Gießkanne aus. Die Gießkanne kann auch mit 2 aufgerufen werden. Gieße die Pflanzen und Blumen mit der Shift-Taste. Nee, reicht. Kein Gegenstand verfügbar. Ich habe keine Samen. Zutaten. Hier Weizen. Karottensamen. Also. Gießen. Thank you.
Nun Spaß. Kann ich wirklich nicht anders sagen. Kiste. Mehr Karottensamen. Die Katze muss ich übergeben. Oha. So, Karotten. Da ist das Schwert, hätte ich fast gesagt. Die Spitzhacke, die magische. Oh, keine Energie mehr. Ohne Energie sind viele Aktivitäten nicht möglich. Wenn du isst oder dich in deinem Haus aufhältst, wird die Energie wieder aufgefüllt. Ein gesundes, gekochtes Gericht ist der beste Weg, um sich zu erholen. Gut, ich habe ja Plätzchen. Das hier muss ich noch öffnen. Schlichtes türkises T-Shirt. Okay, cool. Danke. Erste Plätzchen. Das ist das, was ich meine, was mich erst gewundert hatte. Oh, Rezepte. Dass ich Energie habe. Aber die lässt sich hier wohl relativ einfach auffüllen. Da geht's noch nicht weiter. Guck mal, 7000 Dinger brauche ich dafür. Gut. Erdbeeren. Wie ist das eigentlich? Muss ich die Büsche und die Dinge aufgießen? Sieht nicht so aus, okay. Eichhörnchen, ich habe keine Nüsse für dich. Tut mir leid. Ich finde das schon cool.
Dagobert! Onkel Dagobert. Wie schön. Wie groß ist das hier denn? Es geht ja immer weiter. Erstmal hier nochmal kaputt machen. Da drin ist doch jemand. Ich sollte da gleich mal reingehen in dieses Haus. Nö, dann gehen wir mal reingucken. Hallo, ist hier jemand? Oh, Mickey! Oh, ich freue mich so, dich zu sehen! Survival! Oh, Junge, bin ich froh, dich zu sehen! Mickey Maus! Bin auch froh, dich zu sehen! Bin ein großer Fan! Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mickey! Ich habe dich mit Merlin reden gesehen und wollte dir etwas bringen. Aber ich weiß nicht mehr was. Na danke. Es muss an diesen Nachtdornen liegen. Achso, das sage ich. Und dann vergessen. Wenn die dir helfen, dich zu erinnern, schauen wir uns in deinem Haus um. Meine Güte, diese Nachtdornen sind ein Albtraum. Ich habe alles versucht und nichts funktioniert. Bis bald. Bis bald, wiedersehen. Ja, aber... So. Guck mal, hier ist sein Mickey der Zauberer-Kostüm. Ah, das Haus! Wissen. Cool. Erinnerung. Mach gute Miene zum bösen Spiel, aber ich merke trotzdem, dass er vollkommen untröstlich ist. Minnie war seine bessere Hälfte. Jetzt, wo sie verschwunden ist, weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis... Bis? Weichholz? Ein paar Pflanzen. Hier sind neue Zutaten. Die. Ach, Himbeeren waren das. Bestimmt Erdbeeren wachsen nicht in so einem Busch. Oh Gott. Oregano. Kleidungssets. Das T-Shirt. Die Dreamlight. Die ferne kleine Nachtdorn. Gerne Nachtdorn haben wir. Verkaufe Gerichte, baue Topasa, beginne Diskussion. Hey du! Hey du! Mickeys Erinnerung, was soll ich machen? Survival, könntest du mir helfen, die Nachtdorn loszuwerden? Ja. Bis ganz bald! Ganz bald! Mickey! Kleidung! Schwarzer Mini-Rucksack. Puh, den finde ich ganz furchtbar. Noch ein Stück. Oh, er hat mit Remy gegessen. Und hier ist Eve und das Biest. Ja, das Biest ist... Oh, hier. Ach, cool. Eva.
So. Oh, hier kann ich kochen. Oh, hey! Kannst du reden, Kumpel? Nein. Ich habe keine Rezepte. Bücherregal. Aha. Ein Buch? Oh, hier ist noch eine Kiste. Hey, hier drüben! Ja. Rote Mickey-Ohren. Hallo, du! Meine Erinnerung kommt langsam zurück. Früher hatte ich in Dreamlight Valley ganz viele Freunde. Zum Beispiel Remy. Er hat gern neue Rezepte ausprobiert. Und ich habe sie immer gern probiert. Haha. Ich erinnere mich auch daran, dass Remy irgendwann gehen musste. Oh! Damals hat er mir seine Rezepte hinterlassen, damit ich sie für ihn aufbewahre. Ja, wunderbar. Wer ist Remy? Warum ist er gegangen? Wo sind sie? Warum ist Remy gegangen? Ach. Weil die Nachtdorn kam und alles anfing, Dinge zu vergessen. Alle anfingen. Ich habe seine Rezepte überall im Tal vergraben, um sie sicher aufzubewahren. Na danke. Damals dachte ich, es wäre eine gute Idee. Hey, ich habe eine Idee. Mit Remys Rezepten kannst du Gerichte zubereiten. Sie geben dir Energie, damit du helfen kannst, unser Tal zu retten. Es gibt ein Rezept, das wir uns sofort holen können. Die Erinnerung, die du gefunden hast, sollte uns einen Hinweis darauf geben, wo wir das Rezept finden können. Danke, Kumpel! Was? Sammlungsmenü. Ach so, guck mal, wo ich das finden kann. Ja. Kleidungsset hier. Die Erinnerung, die ich gefunden habe, ja, bei Remis Restaurant. Wieder raus. Oh, jetzt kommt er mit raus. Münze. Okay, keine Energie mehr. Ich esse noch mal einen Keks. Dagobert. Und Onkel Dagobert wäre dann tatsächlich der Nächste, ne? Oder halt erst auf dem Hauptplatz das Ding holen. Ich glaube, dann machen wir das erst. Hier ist nochmal eine Karotte ernten.
Da ist Merlin. Vor dem Schloss. Sammlung. Hier kommt. Wirklich? Okay, hä? Aha, da komme ich einfach auf diesen. Das ist die Schaufel. Da sind Löcher, in denen ich graben kann. Überzeugte den berühmten Dagobert Duck, ein Geschäft in unserem Dorf zu eröffnen. Er plant, er sagt, er sei unsicher, dass es eine gute Investition sein wird. Er sei sicher. Mhm. Ein Geschäft. Das ist Dagobert wieder. Ja gut, Dagobert, wir haben nicht mehr viel Zeit, Dagobert. Ich schaffe erstmal diese Schaufel. Grab ein wenig tiefer, die Schaufel. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse. Gut, im Grunde genauso wie mit der Dings. Auch mit der Gießkanne. Mit drei rufen wir die Schaufel auf und können hier Löcher graben. So, damit setze ich zu, schalte ich sozusagen neue Ernteflächen frei. Mickys Erinnerung, Fortschritte Aufgabe, okay. Ach, das war ein Rezept. Stimmt, hier ist Remis Restaurant gewesen. Oh mein Gott. Obstsalatrezept, ein lang verschollenes Obstsalatrezept. Verwende es, um das Rezept zu lernen. Obstsalat. Cool. So. So gießen. So. Hi Merlin. Hier brauche ich wahrscheinlich die Spitzhacke. Gehe ich einfach mal von aus. Sieht so spitzhackig aus da. Ich will jetzt gerade einfach noch ein bisschen hier meine Energie aufbrauchen, weil gleich Folgenende ist. Und ich meinen Keks nicht vergeudet haben möchte. Deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall noch tun.
Oh, hier kann ich mich durchschlängeln. Oh, eine Kiste ist da drin. Geil. So. Geht auch so, gießen. Gießen. Bitteschön. Weg damit. Jetzt muss ich mir natürlich erstmal diese Kiste gleich angucken. Kleidung, sehr schön. Gemütlicher schwarzer Kapuzenpulli. Oh, cool. Okay. Das ist ja nicht schlecht. So, hier kann ich noch ein bisschen Energie aufbrauchen. Okay. Das war das. Wir haben keine Energie mehr. Deswegen... Und weil es an der Zeit ist, beenden wir jetzt die Folge von heute. Beim nächsten Mal können wir dann wahrscheinlich noch mehr Energie herstellen, beziehungsweise Obstsalat kochen, um mehr Energie zu bekommen. Und dann sprechen wir auch mit Onkel Dagobert und finden die Spitzhacke und finden die Angelrute auf der Wiese. Ach so, die ist woanders dann. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich habe da hinten gerade noch eine Kiste entdeckt, die ich jetzt unbedingt nochmal aufmachen muss. Lololololo. So. Das machen wir einfach nochmal. Da ist nochmal Kleidung. Das gucken wir uns jetzt einfach nochmal an. Das war verkehrt. Hier. Okay, gelbe Mickey-Tonschuhe. Das ist auch schön. So. Nice. Jetzt gucken wir nochmal hier bei der Sammlung. Dreamlight, Ernte, Erntbeeren haben wir gemacht. Sammlung, Kleidungssets. Genau, hier. Und hier nichts mit, bei den Sachen, die nichts mit Disney zu tun haben. So, fertig. Gut, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß an diesem Spiel wie ich. Sofern das überhaupt möglich ist. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ach, da hinten ist Onkel Dagobert, genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.